Ahuhu, das ist eins der Produkte aus der aktuellen Luxury Box Januar bis März 2018, die ich euch heute zeigen möchte. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Die Luxury Box erscheint alle 3 Monate und kostet im flexiblen Abo 49,95 €. Entscheidet ihr euch gleich für eine längere Laufzeit, wie zum Beispiel 12 Monate, dann kostet eine Box noch 39,95 €. Auch diesen Monat habt ihr wieder ein Magazin zur Box mit dabei und beim Durchblättern ist mir ein Bild ins Auge geschossen, nämlich dieses hier. Das ist mein Instagram-Post zur letzten Box. Cool! Fangen wir auch gleich mit dem Produkt hier an. Das ist eine Sprühpflege von der Firma mit dem schönen Namen Ahuhu. Das Ganze ist mit Edelkastanienextrakt, soll schützend, pflegend und glättend wirken. Ihr habt also auch gleich einen Hitzeschutz mit drin. Anwenden könnt ihr das Ganze auf dem Handtuch trocknen oder auch trockenen Haar. Als nächstes haben wir hier eine Anti-Aging-Tagespflege von Beauty Pacific oder irgendwie so ähnlich. Die soll sogar Sonnenschäden reparieren und den Ursachen von Rötungen vorbeugen. Ein bisschen dekorative Kosmetik darf nicht fehlen. Diese Kiss Proof Lip Cream von Bella Pierre Cosmetics ist drin. Ich zeige euch mal kurz die Farbe. So schaut das Ganze aus. Das ist die VLC012 Nude. Dann ist hier noch dieses Serum von Fix & Rouge drin. Das kaschiert Poren und kleine Fältchen. Ihr bekommt einen ebenmäßigen und matten Ton. Es soll sogar dabei helfen, Hautunreinheiten zu verringern und es ist die perfekte Grundlage für das Make-up. Auftragen sollt ihr das Ganze auf die gereinigte und noch feuchte Haut. Dann haben wir hier noch von Tawana einen Volume XL Wonder Mascara. Der ist wasserfest und ich zeige euch gerade mal noch die Bürste. In der Beauty Box von Look Fantastic diesen Monat ist ja ein 3D Lash Primer von Model Co drin gewesen. Wenn euch das interessiert, schaut euch doch mal mein Video dazu an. Passt ja perfekt zusammen. Als letztes habe ich noch dieses Hydro Serum von Flora Mare in der Box mit drin. Das mache ich euch gerade mal auf. Da kann es sein, dass in eurer Box ein Tagesserum drin ist. So schaut das aus. Das kommt in so einem Pumpspender daher. Das ist ein Feuchtigkeitsboost für den Tag. Es reduziert Rötungen, sorgt für ein gleichmäßigeres Hautbild und soll die Haut praller erscheinen lassen. Das war es auch schon wieder mit der Luxury Box von Januar bis März. Was mir besonders gut gefällt, dass es eben nicht nur so kleine Probiergrößen sind. Und nun kommen wir aber auch noch zu Top und Flop aus der letzten Box. Mein persönliches Top-Produkt ist diese Tagescreme von Physiogel hier. Die mindert wirklich deutlich Rötungen, aufgetragen, ein bisschen Puder vielleicht noch drüber und schon kann man ohne großen Aufwand die Wohnung auch verlassen. Mein Flop-Produkt ist das Eau de Parfum Duville Intense von Flora Mare. Ich finde einfach, das verfliegt viel zu schnell, da hätte ich mir von einem Eau de Parfum einfach mehr erwartet. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, schaut auf Instagram oder Facebook vorbei. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure LKS.